Hallo und servus zusammen, ich bin's wieder, der Truman vom Ultra Mega Chicken Sport und heute stelle ich euch diese Bugatti Sport Mod 25 DMR Gen 5 vor. Wie es damit am Feld war, das seht ihr jetzt im Clip. Viel Spaß damit! So, kommen wir jetzt mal zu den groben Fakten. Diese Airsoft hat mit einem eingefallenen Stock eine Länge von 980 mm. Fahren wir den Stock aus, haben wir eine Länge von 1070 mm. Hier haben wir die DMR-Version vor uns. Die gibt es in Schwarz, prinzipiell mal alle Modelle. Dann gibt es noch eine Fixed-Stock-Version, das ist eben mit einem festen Stock. Und dann gibt es noch die Battle Rival-Version. Laut Bugatti haben wir hier zwischen 1,5 Joule und 1,7 Joule bei einem Gewicht von etwa 3,3 Kilogramm. Standardmäßig wird die Knifte mit einem DNT-Stecker ausgeliefert. Im Lieferumfang enthalten sind zwei MidCap-Magazine mit einer Kapazität von jeweils 130 BBs, ein Reinigungsstab sowie ein Speedloader und logischerweise die Airsoft. Wichtig für euch, dieses Visier hier sowie das Zweibein hier sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern wurde von einem Mitglied von uns bereitgestellt. Weiter geht's mit dem Lauf. Der Lauf ist ein Messinglauf mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm und einer Länge von 509 mm. Die Hopper P-Unit hat Stufen zum Einstellen. Damit eine Airsoft laufen kann, braucht sie eine Gearbox, deswegen sage ich euch jetzt, was wir da verbaut haben. Wir haben hier eine SR25 Gearbox, das heißt eine V2.5 Gearbox mit einer Federstärke von 120. Ein Nozzle haben wir verbaut aus Aluminium mit einem O-Ring. Dann haben wir ein Zylinderhead aus Aluminium gefertigt mit zwei O-Ringen, einen Piston aus Kunststoff gefertigt mit 18,5 Stahlzähnen. Dann haben wir noch ein Pistonhead aus Aluminium gefertigt mit zwei O-Ringen und ein Bugatti-Chor wurde verbaut, sowie ein Federschnellwechselsystem. So, weiter mit Optik und Verarbeitung. Die Airsoft wurde ziemlich gut verarbeitet. Hier sind keinerlei schaftkantige Stellen, hier ist alles perfekt abgerundet. Da gibt es nichts, was man bemängeln kann. Wirklich überall gleichmäßig gut verarbeitet. Das ist einfach ein Traum. Das Design ist relativ schlicht gehalten und durch diese Anbauteile wird das ganze Design nochmal ein Ticken mehr abgerundet. Das ist einfach toll, das sieht wirklich super gut aus. Nicht überladen, einfach perfekt. Daher kriegt sie von uns 8 Punkte von 10, die möglich wären. So, weiter geht's mit der Funktionalität. Fangen wir an mit der Hop-Up Unit, bzw. mit dem Hop-Up im Allgemeinen. Dazu öffnen wir die Hop-Up Kammer, das machen wir hier hinten. Kommen wir eben hier hinten ran. Ja, ich habe getroffen. Hier ist es drinnen, dann könnt ihr hier ein bisschen rumdrehen, wie ihr es haben wollt, wie ihr es braucht. Das seht ihr dann ja, wenn ihr es einstellen wollt. Ein Nachteil habe ich festgestellt, für mich persönlich zumindest ist es ein Nachteil, es geht ein bisschen streng. Es gibt Leute, glaube ich, die mögen das, wenn es so ist, weil dann verstellt sich es nicht. Ist nicht schlimm, also von meinen Ticken wäre es schöner, wenn es ein bisschen smoother durchgehen würde. Aber es passt, man kann es definitiv einstellen. Notfalls immer einen Schraubenzieher parat haben, dann ist es kein Problem. Aber in der Regel verstellt es das Hop-Up sowieso nicht. So, dann machen wir wieder zu, dann könnt ihr hier auf der Seite diesen schönen Knopf drücken. Dann schießt das Ding wieder nach vorne, das Blech, und dann könnt ihr hier das Cover da wieder drauf machen. Dann könnt ihr hier hinten schön die Schulterstütze verstellen, wie ihr sie haben wollt. Es gibt Leute, die sind größer und dann gibt es Leute, die sind ein bisschen kleiner. Das könnt ihr eben ausfahren, wie ihr es braucht. Und hier oben habt ihr dann sogar noch ein Loch, da könnt ihr dann reingucken und dann seht ihr, wo ihr gerade steht. Macht euch dann am besten einen Punkt, wenn ihr die zum Verrollen, wenn man ein bisschen einfahren müsst ins Stock. Genau. Dann haben wir hier den Feuerwahlhebel. Den haben wir hier nur zwei Modi, gesperrt und nicht gesperrt, also schießen, nicht schießen. Aus dem Grund, in dem er hat ja keine Vollautomatik, deswegen passt das Ganze. Und ein großer Vorteil, es ist für Links- und Rechtshänder bedienbar, wenn ich rankomme. Genau.
Dann haben wir hier den Trigger. Der Trigger hat einen relativ kurzen Abzugsweg, keinen klar erkennbaren Druckpunkt, aber man muss auch fairerweise sagen, der Abzugsweg ist so minimal, dass es da quasi keine Rolle spielt. Dann haben wir hier vorne, bin ich dran? Ja. Hier haben wir hier den Magazinauswurf, den haben wir allerdings nur auf einer Seite. Oje, oje. Haben wir eben nur hier. Auf der linken Seite ist keiner. So, und dann glaube ich, haben wir tatsächlich alles. Und dafür kriegt sie von uns 8 Punkte von 10, die möglich wären. Wenn ihr schießen wollt, braucht ihr Magazine, weil in die Magazine kommen die BBs. Wir haben hier jetzt dieses Begali Magazin. Davon gibt es zwei verschiedene bei Begali auf der Homepage. Beide funktionieren einwandfrei. Das gibt es quasi einmal hier dieses Blech und dann gibt es noch aus Kunststoff. Und dann gibt es noch ein Battle-Axe Magazin, das kann ich auch empfehlen. Das funktioniert hier auch gut, ist wieder gut und es sitzt gut. Das E&C, was es noch im Angebot gibt, ist nicht zu empfehlen. Das passt nämlich nicht. Also wenn ihr ein Magazin wollt, entweder eins von den beiden Begali oder ein Battle-Axe Magazin. So, damit ihr jetzt noch Saft drauf bekommt, braucht ihr natürlich Akkus. Da habt ihr Glück, da geht nahezu alles rein, vom Single Stick zum Double Stick zum Triple Stick, wie ich hier habe. Und jetzt zeige ich jetzt, wo das Ganze reinkommt. Wichtig, der Single Stick, wenn ihr einen habt, das sollte ein bisschen kürzer ausfallen. Hier hinten habt ihr quasi den Deckel, den könnt ihr dann hier so aufmachen. Ja, dann klappt ihr das hier so runter. Das ist ziemlich cool gemacht. Dann ist hier schon das Kabel. Dann könnt ihr hier diesen Akku reinstecken. Ja, Mist. Brauchst du eine Hand mehr? Ja, ich glaube, ich bräuchte 4 Arme mehr, ehrlich gesagt. Ja, egal, ihr könnt es hier jedenfalls reintun, dann könnt ihr das schön verkabeln. Dann macht ihr das hier so ran, macht den Deckel zu und das Ding läuft. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil, weil da passt ein ziemlich großer Akku rein. Und das macht mir ziemlich viel Freude, weil es halt dann besonders lang. Und ist halt überhaupt nicht eingeschränkt und das ist hervorragend. Deswegen kriegt sie da von uns 7 Punkte. So, jetzt zum Handling. Für eine relativ lange Knifte haben wir hier was festgestellt, was eigentlich ziemlich cool ist. Der Schwerpunkt der Knifte ist ziemlich genau in der Mitte. Das heißt, es ist ziemlich ausbalanciert, macht es eigentlich ziemlich angenehm, das ganze Gerät zu tragen. Denn es gibt Airsofts, die haben den Hauptschwerpunkt hier vorne, auch bei dieser Länge. Und dann muss man fleißig dagegen arbeiten. So ist es relativ gut ausbalanciert und man spart sich da einiges an Kraft. Dennoch ist es eher eine Airsoft, die tatsächlich für den etwas statischeren Spieler gedacht ist. Es ist ja auch eine DMR. Sprich, viel rumlaufen würde ich jetzt nicht empfehlen. Natürlich mal ab und zu Stellung wechseln, ja. Aber so im Stand damit schießen, sehr unangenehm, würde ich jetzt nicht empfehlen. Genauso wie CQB. Bei der Länge, wer denkt sich's, kann man natürlich vergessen, wäre absoluter Schwachsinn. Daher kriegt sie beim Punkt Handling 6 Punkte. Schussleistung. Da kommen wir jetzt hin. So, kommen wir mal zu den Chronowerten. Wir haben für euch nachgekronen und sind auf einen Chronowert von etwa 1,55 Joule gekommen. Minimale Schwankung war vorhanden, aber jetzt nichts Dramatisches. Zur Reichweite. Man trifft Ziele auf größere Distanz, was man von einer DMR eben erwarten würde. Also top, super. Auch die Präzision, die ist sehr gut. Es gab ab und zu mal minimale Ausreißer. Das ist aber normal, sage ich mal, und von dem her auch wunderbar, alles kein Problem und daher kriegt sie 8 Punkte. Und schon sind wir am Fazit angelangt. Für 409 Euro kriegt ihr hier eine Airsoft, die wirklich interessant ist und ihr Geld wert ist. Wenn ihr mal überlegt habt zu snipen und ihr euch schon immer mal eine Federdruck-Sniper holen wollt, überlegt euch lieber mal, ob vielleicht nicht ein DMR doch das Bessere für euch wäre. Falls ja, dann wäre die hier vermutlich das Richtige für euch. Sie hat von uns 7,2 Punkte erhalten und ist damit wirklich eine sehr souveräne Airsoft und vor allem für diesen Preis eigentlich schon fast unschlagbar. Wir bedanken uns fürs Einschalten, man sieht sich vielleicht mal am Spieltag. Lasst ein Like da, ein Abo da, folgt uns auf YouTube, Instagram und wo auch immer wir noch vertreten sind. Und dann würde ich sagen, man sieht sich das nächste Mal, macht's gut und haut rein. Tschüss. Are you listening? Damn.